Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eure Nasszelle, eure Dusche und zwar speziell die Duschfliesen und ganz speziell gesehen die Fugen zwischen den Fliesen wieder reinbekommen könnt und zwar mit reiner Zitronensäure. Die reine Zitronensäure ist ein Salz, was sehr gut sich eignet, um einfach und kostengünstig eure Fugen wieder sauber zu bekommen. Dafür brauchen wir ein Gefäß, die reine Zitronensäure, die gibt es auch direkt schon fertig flüssig. Ich habe sie jetzt hier in Pulverform und eine Zahnbürste. Die Zahnbürste macht nämlich dann den mechanischen Anteil. So, wir kippen uns jetzt mal hier, was ist das, 3-4 Esslöffel, Teelöffel, ja, das sind 4 Teelöffel von Zitronensäure und geben ein Rötzchen Wasser dazu, ein bisschen mehr, und werden jetzt ein Zitronensäure-Wasser-Gemisch dadurch herstellen. Dadurch können wir nämlich jetzt die Zitronensäure in flüssiger Form viel besser an die Fliese bekommen, damit es dort dann einwirken kann und wir es später dann leichter abschrubben können. So, jetzt nehmen wir unsere Zahnbürste und gehen mit diesem besagten Gemisch zu unserer Fliese hin. So, wir nehmen diese Fliese heute mal. Die Fliese ist recht dreckig. Und jetzt nehmen wir etwas von dem Gemisch auf und bearbeiten damit unsere Fuge der Fliese. Gebt etwas davon da drauf. Die Fuge wird es aufsaugen, die wird es aufnehmen. Deshalb muss es auch leicht flüssig sein. Das Salz würde sonst nicht in die Fuge eindringen können. Und so kriegen wir jetzt hier eine gute feuchte Schicht zustande, also eine Oberfläche, die dann zur Fuge etwas einwirken kann. Und nach ca. 10 Minuten des Einwirkens werden wir den Schrubbprozess beginnen. Und danach sollten unsere Fugen auch wieder schön sein. So, habe ich schön überall etwas angebracht und wir sehen auch jetzt schon, selbst wenn ich jetzt reibe, geht schon wirklich viel weg. Aber lieber ein bisschen einwirken lassen, dass wir auch später eine einfachere Reinigungswirkung erzielen werden. So, die Fuge ist nun vorbehandelt. Überall ist jetzt etwas Zitronensäure-Wasser-Gemisch aufgetragen und dann sage ich, wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Sind wir wieder? 10 Minuten sind rum. Wir befeuchten unsere Zahnbürste wieder, geben nochmal eine Runde von dem Gemisch Zitronensäure und Wasser auf die Fuge. So, jetzt haben wir nochmal schön eingenässt. Jetzt nehmen uns nochmal eine Runde in die Zahnbürste und fangen nun an zu schrubben. Und wie ihr seht, da kommt schon sehr dreckig die Suppe runter. Das ist ein gutes Zeichen, Leute, weil das bedeutet nämlich, dass wir die Fuge jetzt nämlich reinbekommen haben. So, jetzt von oben nach unten. Wie ihr seht, muss ich jetzt schon mechanisch Druck ausüben, um die Fuge wieder sauber zu kriegen. Aber das gehört nun mal dazu. Denn ohne Mechanik geht nichts oder sehr wenig. Denn wir haben ja jetzt hier mit doch recht nicht so aggressiven Reinigern hantiert. Es ist ein Salz, was euch in vielen Lebenslagen helfen kann. So, ich bin jetzt überall drüber gegangen und jetzt spülen wir die Fuge mal ab und schauen uns an, wie dann das Ergebnis geworden ist. Wasser nehmen, schön abspülen und dann schauen wir uns die Fuge mal an, was daraus geworden ist. Und ich finde, gutes Ergebnis. Sieht super aus. Ja, guckt mal da, so war es vorher. Und jetzt seht ihr, nach einer kurzen Einweichphase haben wir das super leicht mit etwas Zitronensäure und einer
Zahnbürste hinbekommen. Die Fuge sieht wieder fast aus wie neu und deshalb ist es sehr zu empfehlen, dieses preisgünstige, doch sehr effiziente Reinigungsmittel zu verwenden. Und dann sage ich, packt es euch nicht ins Auge. Im Notfall, wenn ihr mit der Haut Probleme habt, tragt Handschuhe dabei und nicht trinken. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.